Hallo, hallo, meine Lieben. Immer noch mit meiner rauen Stimme. Oh, ist das Wahnsinn. Ich habe schon wirklich gesprüht, aber trotzdem meine Stimme lässt also wirklich zum Wünschen übrig. Ich habe eine Erkältung gehabt und meine Stimme war komplett weg. Aber ich mache jetzt hier für dich die Legung und zwar für den morgigen Tag. Ich mache diese Legung für den morgigen Tag und morgen wird ja eine Neumond sein. Und morgen Abend mache ich auch für dich eine Legung, also wirklich mit den Mondkarten, damit du auch sehen kannst, wie sind die Energien. Ja? Also, die heutige Legung ist ja auch eine kleine Legung für dich und deine Zwillingsflamme. Ich bringe jetzt momentan hier die Karten, die Musentarots mit von Chris N. Und mache eine Neunerlegung. Und du kannst dieses Video kommentieren mit Hashtag Zwillingsflamme. Und du kannst es teilen und den Kanal abonnieren und liken. Dann nimmst du auch an einem kleinen Gewinnspiel teil. Ja, also 15 Minuten mit mir. Ja, so 15 Minuten, also für deine persönliche Anliegen mit dem Twin Flame. Und jetzt schauen wir so seine Gedanken, Gefühle und wirklich dieses Reale, wie das auch jetzt weitergeht. Denn, also das ist alles nun, wie soll man das sagen, eine Zeitaufnahme. Ja, so das ist alles jetzt, wie kann ich dir das sagen? Das ist alles, ja, immer so eine Ist-Zustand. Also wie, der Zukunft können wir sowieso nicht 100% bestimmen. Wir können uns ja immer neu entscheiden für die Zukunft, aber es geht auch darum, im Hier und Jetzt zu leben, ja, und wirklich also ganz in Präsenz zu sein. So, also das ist jetzt so eine gehängte Energie. Also das ist jetzt die Energie quasi jetzt schon für morgen. Also morgen so ein bisschen gehängte Energie für den Neumond, obwohl der Neumond sollte doch wirklich super gut sein, ne? Also Jungfrau, wo hängt es dann? Der Gehängte ist jetzt nicht zwingend schlecht, aber ich habe das Gefühl, da hängt es irgendwie, ne? So, bei ihm geht es um Inspiration. Also er möchte also wirklich in Gedanken auch wirklich ankommen. Er möchte positive Gedanken haben und er möchte der Sieger sein. Der möchte wirklich der Sieger sein. Aber in Gedanken hat er hier drei Kelche. Und drei Kelche symbolisieren hier zwei Personen, vielleicht auch wirklich zwei Frauen oder zwei Männer, wenn du jetzt als Frau zuschaust. Und ja, also es ist mal zwei, ne? Also der denkt auch an dich, aber da ist noch jemand an seine Seite gegebenenfalls oder in seinen Gedanken. Das kann auch eine Ex sein, das kann auch irgendjemand, wer an seine Seite ist, kann noch wirklich hier eine Rolle spielen. Auf der Gefühlsebene, sechste Gefühle, sie sind die sechste Kelche, also auf der Gefühlsebene, der hat unglaublich ein vertrautes Gefühl mit dir. Und von allen Dingen habe ich das Gefühl, dass da auch so ein bisschen Liebeskummer hat. Er hat auch Liebeskummer, gleichzeitig aber auch die Sonne, auch eine Wunscherfüllung und Liebeskummer. Das ist so ein mulmiges, komisches Gefühl, was er in seinem Herzen fühlt. Einerseits fühlt er sich traurig, einerseits fühlt er sich verletzt, andererseits fühlte sich dir sehr vertraut, so das Gefühl habe ich. Und ja, der möchte dieses Gefühl verlassen, weil das sagt, das macht mich so fertig, das ist so nicht so gut, ne? Und Page der Inspiration, das heißt wirklich, dass er sich also auch gefühlsmäßig auch inspirieren lassen möchte. Und er möchte dann halt auch wirklich in eine neue Richtung gehen, ja.
Also er hat schon lang genug Geduld gehabt mit dir und auch mit sich selber. Und der Hierophant sagt, also das ist die göttliche Fügung. Die göttliche Fügung sagt allerdings aus, dass er so in seinen Wert kommt. Ne? Also in seinen Wert, er wird das ernten, was er gesät hat. Und ich habe das Gefühl, Königin der Materie, dass er so auch Dinge beim Namen nennt, dass er mal Klartext mit dir spricht, dass er mal das ausspricht, was er denkt und was er fühlt und was jetzt auch wirklich bei ihm wirklich los ist. So das Gefühl habe ich. Allerdings, die Zeit wird es zeigen, wann das zu diesem Gespräch kommt, zu diesem so besagten Klartext, weil tief in deinem Herzen kennst du ja das Antwort, tu das, was für dich auch wirklich richtig ist. Also du kannst diesen gesamten Prozess mit dem Coaching-Programm unterstützen. Das sagte ich euch bereits. Natürlich, wenn du jetzt an deinen Themen arbeitest, kann er ja natürlich auch so seine Themen auch bearbeiten. Und schau mal, der ist jetzt wirklich auf dieses Beobachtungsposten. Und jetzt lese ich dir, was das auf sich hat, diese Beobachtungsposten, was wirklich, was du jetzt auch da so für dich mitnehmen kannst, ja. Ich habe hier das Gefühl, ja, der Blick für das Ganze, Objektivität, neutrales Beobachten aus der Distanz, die meisten Menschen sehen die Welt allein durch ihre persönlich gefärbte Optik. Sie identifizieren sich so weitgehend mit ihren Gefühlen und subjektiven Erlebnissen, dass sie diese anschließend für die einzige Wirklichkeit halten. Es gibt Zeiten, in denen wir auf Abstand gehen müssen, um die Dinge im Zusammenhang zu sehen und unsere Lebensumstände aus einem objektiven Blickwinkel zu betrachten. Jetzt ist für dich eine solche Zeit. Es ist ein perfekter Moment, um ein wenig innere Astronomie zu betreiben, anstatt nun von dir selbst auszugehen. Frage dich, was du über die Gegebenheiten, Menschen, Kultur und Umweltbedingungen, mit denen du jetzt zu tun hast, wissen musst, um sie besser zu verstehen. Du wirst froh darüber sein, dich diese Mühe unterzogen zu haben. Klarheit ist das Wunder, nach dem du suchst und das dir gewiss begegnen wird. Manchmal sehen wir den Wald von lauten Bäumen nicht. Die Gefühle gehen mit uns durch und wir hören etwas ganz anderes, als der andere sagt. Es ist wie ein Echo unter Echo eine unbewältigte Erfahrung der Vergangenheit, das als eine Art Synchronstimme der gegenwärtigen Dialog überlagert. Tritt, wenn dies geschieht, innerlich einen Schritt zurück, bevor du reagierst. Wahrscheinlich hat dein Gegenüber keine Ahnung, was seine Worte in dir bewirken. Versuche die Situation aus dem Abstand heraus zu verstehen und vertraue eure Verbindung und darauf, dass ihn immer wieder zusammenfinden könnt, dass ihr immer wieder zusammenfinden könnt. Begib dich auf eine höhere Betrachtungsebene und bleibe offen in Bezug auf das, was du in dir selbst, in anderen und um dich herum beobachten kannst. Ehe du es dich verschließt, werden sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. Ja, ist das doch nicht wunderbar? Ich finde es schon. Also morgen ist Neumond, also merkt ihr das schon mal vor. Jetzt teile schon mal dieses Video und morgen Abend wird ja auch ein Video geben, denn ich will ja auch für den Neumond schauen, wie sind die Energien und natürlich gibt es ja auch ein Ritual. Ich freue mich auf dich, sage Dankeschön und bis bald.